Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute Teil 1 von 2 des Premier League 1920 Adrenalin Unboxings oder besser gesagt Display Unboxings. Und zwar habe ich hier eine ganze Display Box mit insgesamt 50 Päckchen von den englischen Premier League Karten liegen, die ja in Deutschland durch Panini importiert wurden. Und zwar ist das, wie gesagt, eine ganze Display Box mit 50 Boostern und wir werden heute zum Beispiel die rechte Seite öffnen und dann das nächste Mal die linke Seite an dem Video, und zwar Sonntagsspecial 25 Booster Unboxing. Das Video wird ein bisschen länger. Hier vorne drauf sind Chilwell, Snodgrass, Aubameyang, Townsend, Gray, Jota und Jagielka oder Billy Sharp, bin ich mir nicht ganz sicher. An der Seite sind nochmal die einigen dieser Spieler drauf, zum Beispiel Rashford, Sterling, Kanté, Salah, Chilwell, Aubameyang, Jota und Hernandez oder Aarons, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. In dieser Box sind 50 Karten, immer pro Booster sind 6 Karten und ein Booster kostet 1 Pound oder glaube ich 1,20 Euro, glaube ich, in Euro. Hier ist nochmal das gleiche wie auf der anderen Seite und ich würde sagen, wir holen uns eine Schere. Ja, die kann man das öfter gut aufreißen, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht so bemerkt. Das ist sozusagen so ein Display-Format wie auch schon bei der WM 2018-Serie von den Displays. Ich finde ja immer die geschlossenen Displays geiler, so von Tops, also von Design natürlich ist das ja auch geil, aber so von Tops ist das schon besser. Dann ist hier sogar noch ein original Siegelaufkleber drauf. Ach, also das ist schon wieder jetzt. So. Werde ich dann später noch abmachen. Und dann haben wir hier die Päckchen. Und ich würde sagen, wir öffnen heute mal die rechte Seite zuerst. Und die linke Seite lassen wir drinnen und schließen das Display wieder und öffnen es dann im zweiten Unboxing. Das können wir ja trotzdem hier so. Jetzt lassen wir das mal. Das Licht ist halt ein bisschen blöd, aber so, dann haben wir hier unsere Booster. Das sollten 25 Stück sein. Wir können ja nochmal gerne nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, passt. 25 Booster. Und so sollte ungefähr die Hälfte sein, passt schon. Das sind unsere Booster. Es gibt auch 4 verschiedene Booster Designs. Ich zeige euch jetzt nur die Designs, sondern die lese ich mir vor. Oder sagt Spieler. Design Nummer 1 mit Harry Kane, Design 2 mit Aubameyang, Design 3 mit Lingard und Design 4 mit Mo Salah. Die Verteilung zeige ich euch noch mal kurz. Und in den Display muss eine Golden Baller oder Invincible Karte drin sein. Und garantiert so einige von den Gamebreakers, Triple Cheat und Elite Karten und eigentlich so gefühlt 36 Heroes Karten, die es auch gibt. So, ich würde sagen, erster Booster. Wir öffnen die Booster von hinten und drehen die Power Karten dann um. Aber gut, im Starter Set waren die Karten irgendwie jetzt andersrum gedreht. Da haben wir schon den Bernardino gesehen. Aber als erstes haben wir einen Trent Alexander-Arnold als Diamond-Karte. Dann haben wir Hero Bernd Leno für Arsenal. Und die Base-Karten sind Jagielka, Chris Borsum, Jan Vertonghen und Pablo Fornals. So, hier legen wir so die Seltenerin hinten und hier legen wir dann die anderen Vorkarten hin. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle so gepackt wie da gerade. Die Booster, so wie die beim. Doch, die sind alle so gepackt. Lol, die sind ja voll diesmal komisch gepackt. Auf jeden Fall haben wir James Ward-Prowse als Hero-Karte für Southampton und das Powerpaar McGinn und Grealish.
Die sind auch nicht so selten, deswegen packe ich die auch dahin. Dann haben wir Westwood, Ipe, Snodgrass und Hoengmin Son. Da haben wir eine seltene Karte, und zwar Elite Dominic Calvert-Levin. Die ist wirklich selten. Und, nee, lol, das war ein Troll. Keita, Matland Niles, Fabianski, Henderson, aber nicht Jordan, sondern Dean und Joe Linton. Die, von denen gab es wie viel von den Elite? 21. Ich öffne die Booster jetzt einfach so rum, das. Jetzt ist die wieder, also gefühlt gibt es auch nicht so eine richtig normale Ordnung in den Boostern, so die dann wie immer ist. Aber jetzt haben wir zwei Vorkarten. Und zwar haben wir Gamebreaker, James Milner, der ist auch relativ selten, oder besser gesagt die Kategorie. Und die Autumn Fortham, sozusagen die Verteidigungskarte, oder bei der Bundesliga-Serie hat das mal Viererkettenkarten gehießen. Und zwar haben wir hier Vertonghen, Rose, Sanchez und Alderweireld von den Spurs. Sind die auch relativ selten. Davon gibt es aber nur vier. Ach, egal, ich gucke jetzt hier mal nach. Zabaleta, Caballos, Foden und Mané. Komisch, wirklich. Dann haben wir erstmal den ersten Savage Silks mit Wilfried Zaha. Dann haben wir wieder eine Hero-Karte mit Etienne Capoue. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Dann Wood, Jimenez, Gray und Long. Alles Stürmer. Dann diese komische Ordnung in den Boostern. Wir haben eine Triple Tweet. Und zwar haben wir Red Hot Devils. Rote, heiße Teufel. Übersetzt auf Deutsch. Und zwar ist das die Angriffsreihe von Manchester United. Alexis Sanchez ist hier noch drauf. Das ist so der einzige Spieler, der mir in der Serie aufgefallen ist, der jetzt nicht von den Sommertransfers hier berücksichtigt wurde. Da könnten sie ja mittlerweile ja, wer spielt denn mittlerweile auf dem rechten Flügel bei den? Boah, spielen die? Mir fällt es gerade wirklich nicht ein, den sie dann noch hinmachen können. Auf jeden Fall ist die auch relativ selten. Dann haben wir Emiliano Buendia als Hero-Karte. Dann Gosling, Gudmundsson, Davis und Kepa Arrizabalaga. Also, jetzt sind hier auf einmal drei Karten umgedreht. Und zwar haben wir erstmal das Powerpaar Rice und Noble von den Hammers, oder besser gesagt von West Ham, und Ryan Fraser als Hero. Dann Fredericks, Buendia, Fred und Virgil van Dijk. So. Ach, ist mir jetzt auch egal, wie die rumgedreht ist. Dann drehe ich die halt so rum. Ah, das ist so ein Gedrehe. Wir haben Hero David Silva. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Wir haben Hero-Karte David Silva. Dann haben wir Callum Hudson-Odoi als Diamond-Karte. Bernardo, Jota, Marge und Chester. Booster auf das, also ich finde die, find die Booster richtig nice. Und zwar haben wir hier zuerst mal noch eine Spielanleitung. Die werde ich mir auf jeden Fall auch in meine Sammelmappe tun, weil einmal sowas drin zu haben kann ja nicht schaden. Sind hier, Mann. Ja, wir haben wieder eine Diamonds und wieder von, eine Elite meine ich, und wieder von Everton, aber dieses Mal ist es André Gomes oder Gomes. Dann Glenn Murray Hero Karte, Diney, Stephen, McLean und Kelly. Die lege ich jetzt einfach so und dann drehen wir die im Lauf des Boosters einfach rum. Natürlich sind die jetzt beide hier wieder so rumgedreht, ne? Erstmal haben wir Timo Pukki als Hero und Powerpaar Matic und Pogba. So wie Johnny Otto, Capoue, Bellerin und Adam Smith. Alles so relativ defensive Spieler in dem Booster. Nee.
Savage Silk Lucas Moura. Dann DNA und Grey Power Pair. Und noch Martin Duf Bravka, Lingard, Sterling und Manquillo. Leider noch kein Topkeeper, wenn wir die Karten beweisen. Sind die beiden Leute. Erstmal haben wir Hero Jamie Vardy. Dann haben wir Gamebreaker Granny Xhaka. Dann Ward Bros, Leitner, Tarkowski, der verlorene Pole. Und Wayne Hennessy. Erste Hälfte haben wir draußen auch gleich. Dann haben wir Elite Jordan Henderson. Tyron Mings Hero Karte. Und Madison, O'Connell, Rose und Dian Garner als Base Karten. Dann haben wir nochmal Jamie Vardy als Hero. Gamebreaker Billy Sharp. Sympathischer Typ, finde ich zumindest. Dann Paul Pogba, James Milner, Ricardo Pereira und Fernandinho. Ja, jo, das ist der Booster mit der Golden Baller Karte. Ja, das ist der Booster. Ki Sung Jung, John Fleck und wir haben die Invincible. Oh nein. Wir haben die Invincible in unserem Display drin. Mit ganz viel Glück kriegen wir noch eine Karte, aber es ist, glaube ich, sehr selten. Die Invincible, die wird auch hier oben extra gelegt. Nice. Geil. Ich habe jetzt Rashford und die Invincible. Wenn es in den anderen Produkten so gut läuft, dann ist doch nice. Dann haben wir Martinelli, Begovic, der jetzt gewechselt ist, und Taylor. Ich weiß, wo ist nochmal Begovic hingewechselt? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, wo Begovic gerade hin oder mittlerweile hingewechselt ist. Roll, nur eine Powerkarte und die ist dann auch nicht mehr ganz gut. Kante und Jorginho Powerpaar. Dann Dank, Sigurdsson, Emerson, Antonio und nochmal Antonio. Wow, was ein schlechtes Pack. Wir kriegen hier 6 Karten, eine Powerkarte, die nicht gut ist, nur und dann noch eine Basekarte gleich zweimal. Gute Sortiermaschine für Panini, England oder... Sonst beschwere ich mich ja bei sowas immer bei Tops, aber jetzt mal bei Panini. Dann haben wir Diamond, Declan Rice, die habe ich leider schon im Starter-Set gezogen. Dann Aaron Lennon, Fraser, Tompkins, Sinucci und Alexander-Arnold in Space. Momentan nicht so gute Booster drin, also von den Karten. Dann... Lol, wieder nur eine Powerpack-Karte. Chilwell und Pereira. Holding, Hollebas, Ogbonna, Jota und Sema. Wie viele Booster haben wir noch? Wir haben noch genug, aber noch 6 Booster. Müsste es. Nee, das ist nicht. Das ist doch was anderes. Stolz. Ja, die behalte ich mir auch einmal. Einmal kann den Schaden, wie gesagt, beide Dinger dazu haben. Dann haben wir eine Awesome Force von Dijk, Matip, Alexander Arnold, Robertson. Jetzt habe ich die Basekarten nicht dahin getan. Das ist ein bisschen lost von mir gewesen. Dann Powerpaar King und Wilson. Und Sissoko, Vestergaard, Redmond und Tim Krul. Jetzt haben wir noch 6 Booster. Habe ich mich tatsächlich verzählt. Dann Alex Sanchez, Fabian Scher Hero, Ben Mee Gamebreaker, Dominic Calvert-Levin, Kovacic und Bissouma. Dann Savage Silk Sterling, Hero Kanté, Doucouré, Boli, Martial und Alisson. Was haben wir denn auf meinen Powerkarten noch nicht gehabt? Wir hatten noch keinen dieser 5 Topkeeper, fällt mir gerade auf. Ja, das fällt mir auf.
Also für einer der 5 Top-Tiger wäre schon noch nice. Ederson, Alisson, Lloris, wen es da alles gibt. Ah, wieder nur eine Powerkarte. Das ist mager, aber dafür eine Elite-Karte. Und zwar Danny Ings. McCarthy, Trezeguet, Montoya, Walcott und Giroux. Und unsere letzten 3 Booster von unserem Display. Na, da haben wir nochmal. Na, jetzt kommt ein Topkeeper und zwar Rui Patricio. Wir haben nämlich Topkeeper Rui Patricio und Super City, Triple Tweet, De Bruyne, Marisch und Silva. Dann, also aber Bernardo, dann Azpilicueta, Keane, Murray und Wesley Morales. Und unsere letzten beiden Booster fürs Video sind nochmal ein. Nee, habe ich ganz übersehen, dass da noch eine zweite Powerkarte war. Und zwar Savage Silks, Nathan Redmond und Hero Richarlison sowie El Mohammadi, Gibson White, Deolofeo und Callum Wilson. Der letzte Booster fliegt mir aus der Hand und ist gefüllt mit folgenden Karten. Dombele als Base, dann Hero King und nochmal Cody und Doherty Power Pairing sowie Austin Hernandez James. So, das war's von dem Video. Also wir haben insgesamt einiges an Powerkarten gezogen. Viele von den Savage Silks. Insgesamt waren das 4 Stück von den Savage Silks. Von den Triple Tweet haben wir insgesamt 2 Stück gezogen, müssten es sein. Ja, 2 Triple Tweet. Ein Topkeeper mit Patricio. Elite-Karten hatten wir sogar ein paar mehr. Dafür, dass sie relativ selten sind. Und zwar auch 4 Stück. Ein Gamebreaker hatten wir 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Gamebreaker. Dann 2 Awesome Foursomes. Und noch 3 Diamantkarten. Sowie einige Hero und Powerpack-Karten. Ja, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Powerpaare und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 von den Hero-Karten. Das und natürlich die Invincible nicht zu vergessen. Beim nächsten Mal gibt es die andere Hälfte des Displays oder besser gesagt nächste Woche Sonntag. Hier könnt ihr noch gerne abonnieren, hier die Premier League Plays auschecken und hier ein empfohlenes Video. Bis zum nächsten Mal. Gerne ein Abo und ein Like und bis zum nächsten Mal. Tschüss.